Andi, pst, wie schnell läufst du denn heute? Wurde deine Unterhose mit Tabasco gewaschen oder was? Ja, und der neue Geheimfavorit in der Fußball-Bundesliga ist Bayer 04 Leverkusen. Und an wem liegt's? Xabi Alonso. Es ist so ein bisschen wie bei mir hier, ne? Bei Bayer 04 Leverkusen. Das Äußerliche vom Trainer wirkt sich langsam auf die Mannschaft aus. Hermann, duschen am Training, ja? Dann trainier mal wieder! Und Bayern-Superstar Harry Kane, jetzt weiß ich endlich, an wen der mich erinnert. An Mr. Bean. Ja, sicher. Wenn Mr. Bean sprechen könnte, dann würde der so reden wie Harry Kane. Und der Kane, der spielt auch nach dem Mr. Bean-Prinzip, ne? Genieße deine eigene Gesellschaft und warte nicht auf andere in der Hoffnung, dass die Situation dann besser machen. Stefan, spiel doch mal wie diese neuen Kunststoffdeckel an der Fanta. Bleib doch mal dran da. Ja, und beim BVB, die Mannschaft, die wirkt aktuell so, wie wenn Ikea Geburtstag feiert und du bist für die Torte zuständig, ne? Da bringst du ja auch nicht einen kompletten Kuchen mit, sondern einfach die Zutaten. Happy Birthday. Jetzt aber zu sagen beim BVB, Emre Can ist dauerhaft Kapitän und den Reus lassen wir für immer auf der Bank, das ist so, wie wenn beim Kuchen der Zucker fehlt. Der Terzic, ne? Da wurde schon gesagt, jetzt ja, hat er zu viel Macht und so weiter und so fort. Der BVB, der braucht doch mal eine klare Linie und keine zweideutigen Dinger da mehr. Wenn meine Frau zu mir ganz romantisch sagt, Uwe, flüster mir mal ins Ohr, ein paar schmutzige Sachen. Sag ich doch auch nicht, ja, Küche, Badezimmer. Christian, pst. Hör doch mal auf da, wie gehst du denn da rein? Das ist ja kriminell. Das einzige Gericht, was du als Kind gehasst hast, war doch das Amtsgericht. Ne? Ja, und Eintracht Frankfurt hat momentan Abstimmungsprobleme in der Abwehr. Habe ich einen einfachen Tipp. Ne? Wenn jeder richtigen Arm hebt in der Abwehr, gibt es auch keine Abstimmungsprobleme. Wobei ich mir ja denke, im Sturm habt ihr viel größeres Problem. Ist ja ganz klar, Paris hat doch den Kolo Muani direkt an der Angel. Ne? Und lädst einen Wurm zum Angeln ein, dann gehen wir davon aus, der bringt keine Gummistiefel mit. Oh, aber egal, welche Transfers jetzt in der Bundesliga noch gemacht werden. Ne? Saudi-Arabien, toppt eh keiner mehr. Wie nennt man eine lenkbare Wüsteninsel? Eine Steueroase. Ne, Patrick, wenn du wechselst, dann weiß ich jedenfalls, was bei rumkommt. Für eine Flasche krieg ich immer 8 Cent. Ja, und beim DFB heißt jetzt Daumen drücken, ne? Dass Hannes Wolf, Sandro Wagner, Balic, schwer da jetzt alles neu dabei ist, dass die das jetzt endlich mal schaffen. Akzeptanz, Toleranz, Innovation da mal reinzubringen in diesen komischen Haufen. Nicht nach 3 Wochen wieder die Rolle rückwärts gemacht wird. Wenn ein Känguru heiratet, dann sagt das auch nicht zu seiner Mutter, du hör mal, kann ich mit meiner Frau vielleicht bei dir noch mal einen Beutel, bis ich was Eigenes gefunden habe? Mehr Respekt und Toleranz, weniger Geschubse, Angebrülle, das wird uns hier in der Kreisliga ernsthaft mal ein bisschen helfen. Wie Spieler und Trainer sich in der Bundesliga verhalten, dagegen bin ich ja ein Waisenknabe. Ne? Kommt halt immer drauf an, wie du die Katze fütterst. Whiskas hilft, Whisky nicht. Andi, pst. Stellst du noch mal deine Flaschen an den Baum und schreibst ein Schild dran, Vorsicht, Pilzbefall, dann knallt's. Viele fragen mich einmal, Uwe, und was macht die Mannschaft? Ja, nix, ich muss alles selbst machen. Meine Jungs hier auf dem Platz, die sind wie der Coca-Cola-Truck. Im Sommer, wenn es richtig brütend heiß ist, sieht ihn keine Sau. Und im Winter, wenn Weihnachten ist, da steht er dann da. Na, Bock auf eine kalte Cola? Die sind ja hier alle Ronaldo und Messi auf dem Platz, ja, vom Kopf her. Körperlich stehen 90% meiner Jungs in eine Kabine mit einer mobilen Heizung in der Hand und sagen, guck mal Trainer, wie gut ich Schifferklavier spielen kann. Ja, frei nach dem Motto, darf ich vorstellen, meine Mannschaft, kein Bock, meine Mannschaft, aber ihr kennt euch ja bereits, ne? Kevin! Boah, der ist so hohl, der meinte letztens, Trainer, ich bin totaler Fan der Zeichentrickserie Käse im Wasser. Ja, SpongeBob. Jetzt war ich noch nicht so weit. Bin gerade an der Hose dran. Ach, fertig. Wenn Mr. Bean sprechen könnte, dann würde der so reden wie Harry Kane. Eine Hose gehört, Ohrzopf ist. Sag mal ein paar schmutzige Sachen zu mir.
So, Hefte raus, Klassenarbeit. Vom Kopf her, ne, sind 90% hier auf dem Platz Ronaldo und Messi. Körperlich sind meine Jungs, aber 90% von denen auf jeden Fall. So wie wenn sie, was habe ich da eigentlich für einen Gag geschrieben? Der ist echt gut, aber den muss ich mir jetzt einmal laut vorlesen. Aber 90% meiner Jungs sind körperlich auf dem Platz so, wie man nochmal im Text nachgucken muss, als hätte man ihn jetzt gerade vergessen. Ey, kann's eigentlich angehen? Es ist so einfach. Darf ich vorstellen? Meine Mannschaft. Kein Bock. Kein Bock. Nee, kein Bock.